の男。Leute, was geht ab? Ich bin's Kaido Arke und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Es wird mal wieder Zeit für ein Detektiv Conan Quiz, deshalb sind wir wieder auf unserer geliebten Prosimax Homepage. Link ist unten in der Beschreibung, wenn ihr euch da mal ein bisschen umgucken wollt. Das Spiel kennen wir schon, wir gehen ja auf den Reiter Anime, suchen uns Detektiv Conan raus und dann gehen wir auf Filmquiz. Das Quiz für Film 20, 19 und 18 haben wir schon gelöst, jetzt ist Film 17 an der Reihe. Und ich kann schon mal sagen, dass Film 17 einer der Filme ist, den ich nicht leiden kann. Ja, das ist quasi einer der Filme, den ich unten im Ranking bei mir sehr, sehr weit unten einordnen würde. Ich fand den Film echt nicht gut. Ja, worum geht es bei diesem Quiz? Das könnte ja quasi jeder machen. Für mich ist es immer interessant zu sehen, muss man sich den Film tatsächlich angeguckt haben, um alle Fragen richtig beantworten zu können. Bei den letzten ist es ganz gut gelungen, muss man sagen. Da gab es dann immer 4, 5, 6 Fragen, die man nur wirklich beantworten kann, wenn man den Film geguckt hat. Lange Rede, kurz Sinn, fangen wir direkt mal an. So, was steht auf Gentas T-Shirt? Das ist ja schon mal eine wunderbare Frage. Den Film habe ich mir vor 4 Jahren oder so angeguckt. Keine Ahnung. Una, T-R-E oder Duo? Also, Tre würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal auf Una tendieren. So. Duo wäre irgendwie sinnlos. Vielleicht für die Detective Boys. Tre, ich weiß nicht. Das klingt irgendwie ganz komisch. Ich würde jetzt einfach mal Una sagen. Aber das sind so Fragen, wo ich mir so denke, es ist wirklich Una, okay. Mal ganz ehrlich, Leute, wer prägt sich sowas ein? Ja, wer prägt sich irgendwelche Buchstaben auf irgendein Hemd ein? Da hatten wir schon mal so eine Frage, ich glaube, in The Darkest Nightmare. Was stand auf dem T-Shirt drauf oder so? Ganz komisch. Frage Nummer 2. Wie lautet der Name des Kriegsschiffs, auf dem die Detective Boys zusammen mit Ran, Sonoko und Mori einem Manöver beiwohnen dürfen? Das ist eine Sache, wo man wirklich wieder den Film geguckt haben muss. Und wir wissen das. Die Antwortmöglichkeiten Kisokama, Hotaka und Shiroma. Ganz einfach. Das ist die goldene Mitte, nämlich Hotaka. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, weil es geht ja quasi die ganze Zeit um dieses Kriegsschiff und das ist eigentlich so ein Highlight. Das ist, finde ich, eine gute Frage, weil diesen Namen, den prägt man sich zwangsläufig ein. So, welchen Gegenstand leiht sich Ran von Mitsuhiko? Ein Handy, Uhr und Kamera. Da gibt es eigentlich auch bei jedem Film irgendeine Frage mit irgendwelchen Gegenständen. Hier war es, glaube ich, eine Uhr und diese Uhr, sehen wir dann, glaube ich, nochmal. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es ging hauptsächlich auch um eine Uhr. Genau, die sehen wir dann nochmal beim Opfer. Ja, darum ging es auch. Ein richtig krasser Fall an sich von der ganzen Aufmachung her. So, welche Farbe haben die Visitenkarten von Mori? Gold, Silber, Weiß. Keine Ahnung, aber wenn es das ist, wo er quasi jetzt gerade raufguckt, was ist denn das? Weiß ist nicht, Silber ist auch nicht, das ist ja Gold. Also, das ist eine Frage, da muss man den Film geguckt haben, aber man kann sich auch einfach das Bild, was hier vorgegeben wurde, sich angucken und dann kommt man eigentlich auch auf die richtige Antwort. Also bis jetzt muss ich sagen, eine Frage musste ich wirklich raten, Gold musste ich jetzt auch raten, aber zum Glück hatten wir ein passendes Bild dazu. Frage 5, an Bord wird eine Leiche entdeckt oder vielmehr ein Körperteil einer Leiche, aber welcher? Arm, Kopf, Bein, das ist die Sache, die ich meinte, meine lieben Leute, cool, dass sie das eingebaut haben. Hier hat man, wie ich schon gesagt habe, hier geht es ja um die Uhr und wo macht man sich eine Uhr um? Es ist nicht das Bein, nein, es ist nicht der Kopf, es ist der Arm, safe. Ja. Überkrass. Daran kann ich mich auch noch richtig gut erinnern. Das war's dann aber auch schon. 6. An Bord trifft Conan einen Jungen namens Yuki. Was bedeutet dessen Name? Stärke, Mut oder Liebe? Yuki. Mut, also Liebe ist es nicht. Mut oder Stärke? Boah, keine Ahnung. Also so krass bin ich dann in Japanisch oder so doch nicht. Ich würde jetzt einfach mal auf Stärke tendieren. Nee, es ist tatsächlich Mut, okay? Er bedeutet Mut, Yuki steht aber auch für Schnee und Glück. Das ist relativ krass, dass sie immer so viele Bedeutungen für ihre Namen haben. Ja, wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Frage 7. An Bord des Kriegsschiffs gibt es offenbar ein ganz besonderes schmackhaftes Gericht. Welches? Okay, hier könnte man zur Not auch Ausfallverfahren machen. Ja, was essen die Japaner irgendwie fast immer am liebsten? Abgesehen von Sushi und Spaghetti, genau, Curry. Spaghetti können wir komplett ausmachen, aber hier ging es wirklich um Curry. So, Frage Nummer 8. Wie wird die mysteriöse Person genannt, die alle an Bord suchen? X oder Z? Y können wir ausschließen. Ich weiß es aber nicht. Aber normalerweise macht man doch immer in den Filmen immer so ein X, oder?
So ein X, X ist ja quasi die Unbekannte, wie in Mathe. So, X ist eine Variable, so, da können wir das ja einfach machen. Wir müssen jetzt quasi diese drei Antwortmöglichkeiten nach X umstellen, meine lieben Leute, ja. Sehr, sehr geile Sache. Es ist tatsächlich X. Da niemand die Person kennt, wird sie einfach nur X genannt. Ja, okay. So soll es dann sein, wa? Frage 9. Für die Besucher auf dem Zerstörer ist eine Schatzsuche organisiert worden. Wie viele Gegenstände müssen dabei gefunden werden? 3, 5 oder 4? Ich würde jetzt einfach, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, das ist jetzt ein reines Gerät. Ich würde einfach sagen, weil es ein Kinofilm ist und ich mich noch ein bisschen an diese Schatzsuche erinnern kann, waren es viele Gegenstände. Es waren viele, also mehr als 3. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, 4 oder 5. Nehmen wir einfach mal die Anzahl der Detective Boys, also 5. 5 Gegenstände, Tatsache. Okay. Naja, weiter geht's, wa? 10 und die letzte Frage. Einer unserer Freunde wird bei diesem Abenteuer angeschossen, aber wer? Okay, auch noch eine krasse Szene. Conan, Helgi oder Mori? Ich kann schon mal eine Sache sagen. Es wird in Detective Conan nicht so oft dieselbe Person angeschossen, egal ob es Kinofilme sind oder Manga oder so, wa? Wir kennen ja Der Weg des Drachen, da wurde Conan schon angeschossen. Aihaibara wurde auch angeschossen. Mori, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall mal auf seine Frau Eri geschossen quasi. Es ist definitiv Heiji. Er wirft sich dann so quasi schützend auf Kazuha. Ja, das haben die sogar hier als Bild genommen. Ist das auf jeden Fall sehr, sehr passend. Also meine lieben Leute, 10 von 10 Fragen musste ich 1, 2, 3, 4, 5 Fragen raten, meine lieben Leute. 5 Fragen musste ich raten, ja. Ein paar konnte man sich erschließen, aber manche Fragen sind mir leider echt zu krass. Vielleicht gibt es ja Leute, die sich an sowas erinnern können, an solche nicht relevanten Sachen, wie irgendwie was auf dem T-Shirt draufsteht, aber ich kann das definitiv nicht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Macht ihr auch diese Quizze oder guckt ihr euch die einfach an? Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.